Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zur ersten Folge von Resident Evil 4 Berserker Mod. Ein Mod, der das Spiel massiv verändert und richtig verrückt und crazy macht. Ich habe schon mal testweise bis zum Dorfplatz gespielt, zum Kampf auf dem Dorfplatz. Und allein was ich da erlebt habe, ist komplett verrückt. Und ich bin super gespannt drauf, was uns der Mod jetzt in den kommenden Folgen so entgegenwerfen wird. Es wird ziemlich crazy und ziemlich lustig. Das kann ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Ganze hier ist jetzt im Grunde eine Reihe, die mir als Urlaubsvertretung dient. Die nächsten 4 Wochen, wenn ihr das hier seht, so ungefähr, werde ich nämlich nicht streamen. Und in der Zeit werde ich versuchen, dass ich genug Let's Plays vorproduziere, dass zumindest jeden zweiten, dritten Tag oder so auf jeden Fall ein Video online geht, damit euch diese Reihe hier begleitet, bis dann die Streams wieder am 19. Februar geht es dann, am 19. März geht es dann wieder weiter mit Streams. Da allerdings ich natürlich eine Werbepartnerschaft mit Holy habe und Holy meine Streams auch unterstützt, möchte ich auch an der Stelle natürlich Werbung für Holy machen. Holy hat wirklich eine mittlerweile sehr breit gefächerte und sehr leckere Produktpalette und das meine ich wirklich aus Überzeugung. Ich stehe komplett auf die Holy-Produkte und falls ihr euch noch keine Holy-Produkte geholt habt, dann empfehle ich euch, macht das jetzt. Es gibt verschiedene Probierpakete, ihr könnt das Sortiment, das euch am meisten interessiert, einfach mal ausprobieren. Das kostet nicht die Welt. Und mit dem Code LSBR bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und wenn es nicht eure erste ist, benutzt den Code LSBR10, also wie Land Squid Bird Rider 10. Und ihr haltet 10% auf alle eure Bestellungen. Die Probierpakete gibt es sowohl nur für Energy Drinks, als auch nur für Eistees, als auch nur für die Hydration Produkte. Oder aber ihr holt euch das große Paket, das es jetzt auch wieder gibt und aktualisiert mit absolut allen oder zumindest sehr vielen Geschmacksrichtungen, die es aktuell bei Holy gibt. Das ganze Sortiment einmal durchprobiert, lohnt sich definitiv. Super cool. Ich kann euch vor allem wirklich den Minz-Limetten-Geschmack sehr empfehlen, finde ich mega köstlich, aber auch Erdbeer-Kiwi ist ein richtig geiles Hydration-Getränk, also das lohnt sich definitiv, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und würde mich sehr freuen, wenn ihr da bestellt. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox und nicht vergessen LSBR, ne, für eure erste Bestellung und LSBR10 für jede weitere und jetzt schauen wir uns den Berserker-Modus von Resident Evil 4 mal genauer an. Ich bin schon wirklich sehr gespannt, was uns jetzt gleich erwarten wird. Ich muss das Mikrofon schnell ein bisschen drehen, glaube ich, weil sonst funktioniert es irgendwie nicht so gut. Und jetzt starten wir mal. Ich fange natürlich neu an. Wie gesagt, bis zum Dorfplatz habe ich schon gespielt. Machen wir mal Bring 'em On, den normalen Schwierigkeitsgrad. Ich habe selbst vor dem normalen Schwierigkeitsgrad ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil das Spiel ist komplett crazy, komplett verrückt, aber ich glaube, den normalen werden wir schon packen. Es muss ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich euch sagen. Es ist krass, es ist wirklich krass. So. Die Cutscenes skippen wir, oder? Die Cutscenes wurden nicht verändert. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier für den Crazy Berserker Mod. Und ihr seht jetzt schon, ich habe hier von Anfang an schon mein ganzes Inventar zur Verfügung. Ne? Mit Pistole, Blendgranate, Messer. Let's go. Wie gesagt, den Anfang kenne ich schon. Ein paar Überraschungen, die uns hier erwarten, wie zum Beispiel die Kuh, habe ich schon erlebt. Deswegen ist das jetzt gar nicht so neu für mich, aber es gibt eine Sache, die wollte ich schon lange machen. Oh, guck mal, genau, da steht jetzt jemand. Der erste Gegner ist hier schon, aber das ist noch nichts. Ah, wartet ab. Oh Gott, der Mod hat so viele Überraschungen für euch und bald auch für mich parat, dass es gruselig ist. Okay. Bisschen mehr Munition ist immer gut, kann man immer brauchen. Ah.
Ah, ich bin so blöd. Ich wollte mal auf die Krähen hier schießen. Weil man kann ja normalerweise nicht auf die Krähen hier schießen. Aber jetzt habe ich schon wieder vermasselt. Ich habe nicht dran gedacht. Ist auch egal. Wahrscheinlich droppen die, wenn überhaupt, ein bisschen Geld. Ist nicht so wichtig. Gehen wir durch die Tür rein. Let's go. Let's go. Verzeihung. Ich bin sehr gehypt. So, super gemein, Leute. Guck mal. Super mies, oder? Da steht einer hinter der Tür. Ich bin beim ersten Mal voll reingelaufen. Und er hat ein Küchenmesser für uns. Das ist natürlich schön. Und hier haben wir eine Schrotflinte. Und ja, ihr könnt es schon erahnen, ne? Das Spiel versorgt uns nicht zum Spaß mit so einer krassen Bewaffnung schon von Anfang an, sondern wir werden das sehr bald brauchen. Wir werden das sehr bald brauchen. Gerade so quasi die Arena-Kämpfe im Spiel wurden komplett verändert. Also, das wird verrückt. Es gibt wirklich ein paar Stellen, vor denen habe ich echt Angst. Die habe ich nur in Trailern gesehen, aber gut. Das kriegen wir schon alles hin. Okay, gehen wir in den Keller. Ich weiß schon, was mich jetzt gleich hier erwartet, aber ich werde es euch nicht verraten. Ich sage euch nur... Holy shit. Weil der normale Parasitenkerl, den wir hier treffen, ist fürs Intro eigentlich schon schlimm genug, ne? Aber was war das? Die Macher von dem Mod haben sich gedacht, das können wir toppen. Und deswegen kommt er einfach gleich, Dr. Salva, da mit der Kettensäge. Aber der Infizierte kommt einfach auch noch von hinten dazu. Und es ist eine super gemeine Falle. Und falls das noch nicht genug ist, kommt da einfach noch einer. Das ist crazy, oder? Aber ich will definitiv versuchen, Dr. Salva dort zu töten, auch wenn es schwer wird. Aber die krassen Gegner, habe ich schon gelernt in dem Mod, droppen immer sehr, sehr guten Loot. Und zwar nicht nur irgendwie Schätze oder ähnliches, sondern es geht hier wirklich um einzigartige Objekte, die man nur kriegt, wenn man die speziellen Gegner tötet. Also das ist massiv wichtig. Deswegen will ich versuchen, so viel von den krassen Gegnern wie möglich zu töten. Okay, den haben wir tatsächlich geschafft. Sehr gut. Aha, ein Spinell. Ja, ich schätze mal, auch der ist wichtig. Aber gerade rede ich noch von wichtigen Objekten und keine Schätze und dann kriegen wir einen Schatz. Naja, okay. Gut, ich hole mir noch das grüne Kraut, das da im Schränkchen ist. Und dann hauen wir ab. Die anderen lassen wir. Ich glaube, die sind die Munition nicht wert, die wir in die verschießen. Let's go, Leon. So. Hier gibt es auch schon einen Händler. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Den Schlüssel zur Jägerhütte, den können wir schon mal verkaufen. Dann haben wir immerhin schon mal 1000 Peseten. Naja. Heilspray, Schießpulver, dafür gebe ich jetzt, glaube ich, eher nichts aus, ne? Wir haben eine Skull Shaker und eine Sentinel als Bonuswaffe in unserem Koffer. Die will ich jetzt aber auch noch nicht verkaufen, weil da Munition drin ist, ne? Ansonsten wäre es mir wurscht. Aber ich will die Munition nicht... Ich hab nur die feinste Ware. Ja, okay. Können wir aktuell jetzt eh nichts machen bei dem. Deswegen gehen wir weiter zur nächsten Stelle, die stark abgeändert wurde und sehr cool ist. Sehr cool. Tut mir leid, Krähe. Aber im Berserker-Modus kann ich keine Peseten liegen lassen. Hilft nix. So, dann speichern wir hier mal. Und
Ich nehme mal die Pistole und die Skull Shaker mit in unser Inventar. Die können wir gleich brauchen. Ich glaube, ich stelle meinen Koffer von Pistolenmunition auf Geldfund um. Ich habe das Gefühl, langfristig ist es, glaube ich, eine bessere Idee, wenn wir Geld haben. Tausche ich mal die Schrotflinten aus. Die eine ist eh leer. Okay. So. Double Kill. So, ihr hört es vielleicht schon. Ich bin mir nicht sicher, wie laut das Spiel eingestellt ist, aber man hört im Hintergrund schon eine Kettensäge knistern und knattern. Ja, ja. Okay. Von mir aus kann es losgehen. Ich will nicht das Seil treffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Seil treffen könnte, ne? Keine Ahnung. Aber ich will sie hier anlocken vor allem. So, ich ziehe mich mal kurz ein bisschen zurück. Das war schon mal eine gute Eröffnung, würde ich sagen. Aber jetzt muss ich ein bisschen hier Land gewinnen mal. Die KI kommt nämlich überhaupt nicht klar mit dem Balken hier. Da ist man vor der Kettensägen-Lady in Sicherheit zumindest. Na, der verwandelt sich jetzt und ich komme wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hin. Doch, sehr gut. Oh, was schieße ich denn für einen Scheiß zusammen, Leute? Ärgerlich. Geht das? Ja. Lustig. Ah, shit. Das habe ich auch vermasselt. Ich muss erst wieder... Ich habe jetzt das Original schon länger nicht mehr gespielt. Ein paar Monate. Ich muss erst wieder reinkommen. Aber gut, das lief ja ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und sie droppt einen kleinen Schlüssel, ne? Und da seht ihr schon, was ich damit meine. Die kleinen Schlüssel liegen nicht mehr unbedingt einfach irgendwo in der Welt rum für die Schätze, für die Optionalen, sondern solche Bosse, solche Mini-Bosse, schwere Gegner wie sie hier droppen die. Ja, das ist natürlich interessant, weil das heißt, man wird auch wirklich von dem Spiel stark dafür belohnt und es ist sogar ziemlich empfohlen, würde ich sagen, dass man versucht, Gegner zu töten, was natürlich gerade jetzt beim kommenden Dorfplatzkampf interessant wird, ne? So, der ist immer noch genau der gleiche wie im Original, den lassen wir einfach stehen, der interessiert uns gar nicht, als ob er nicht da wäre. Und weiter geht's zum Dorfplatzkampf. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Jetzt wird's interessant. Weil der Dorfplatzkampf wurde in diesem Mod schon mal ordentlich abgegradet. Kann ich euch schon mal sagen. Ihr seht ja hier vielleicht schon, dass da hinten plötzlich ein normaler Dorfbewohner mit einem Hammer steht. Ja, das ist neu. Oh nein, habe ich jetzt die zweite auch geworfen? Na, das war nicht meine Absicht und ein bisschen verschwenderisch und dumm von mir. Aber mein Gott, ist passiert. Ist nicht so schlimm. Handgranate, sehr schön.
Na, und das ist halt interessant. Die haben normale Gegner einen Hammer gegeben, der verhält sich wie ein Brute, aber kann trotzdem mutieren. Das macht die natürlich nochmal besonders gefährlich jetzt. Oh, nachladen ist gerade ungünstig, Leon. Vor allem, weil der da hinten mutieren will. Aha, und da kommt Dr. Salvador. Dann werde ich jetzt mal eben kurz hier ins Haus sprinten. Oh, shit. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh über Dynamitkerl. Oh, ihr habt es gerade gesehen, oder? Die packen hier nämlich noch einen Wolf mit rein, natürlich. Ja, super, Wolf. Jetzt blockieren die Herber alles. So, jetzt verbarrikadieren wir uns hier wirklich mal kurz im Haus. Na, wie gesagt, Dynamitkerl ist ehrlich gesagt unser bester Freund hier. So, wir haben ein Gewehr. Wir haben eine Handgranate. Wollt ihr mich verarschen? Lass mich mal kurz durch hier. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ist schon in Ordnung. Ich würde tatsächlich gern Dr. Salvador töten, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Hier oben sind wir zumindest vom Hund sicher. Oh ja, okay. Dr. Salvador ist nämlich nicht alleine hier. Oh, shit. Oh, shit. Das sollte nicht passieren. Uiuiuiuiui, war das knapp, Leute. Oh nein, 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 nein. Der hat auf mich gewartet, der Arsch. Jetzt hört mal kurz auf, hier mich zu schubsen. Sonst schubse ich zurück. Okay, das war's. Keine Kettensägen-Tote. Schade. Wären bestimmt gute optionale Schätze gewesen. Aber hey, wir haben es geschafft. Ich habe es tatsächlich bei meinem ersten Versuch geschafft, die Bella Sister zu töten. Also nicht ihn, sondern sie. Und, wenn ich mich erinnern könnte, was sie gedroppt hat. Aber es war was, wo ich mir dachte, oh, nice. Ich glaube, sie hat einen Koffer gedroppt. Ich bin nicht mehr zu einer Schreibmaschine gekommen oder so, um das zu überprüfen. Ich habe es relativ schnell aufgehoben, aber es sah so aus, als hätte sie einen Koffer gedroppt. Ne, eine Koffererweiterung oder einen Koffereffekt, ich bin mir nicht sicher. Aber das alleine wäre schon ziemlich cool, ne? Ja. So, dann sind alle Ganados tot. Wirklich alle? Nicht ganz. Ein kleiner gallischer Schrank leistet erbitterten Widerstand.
Oh Gott, ich dachte schon. Das Zielen muss ich echt wieder ein bisschen üben, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja vorher den kleinen Schlüssel bekommen. Den können wir jetzt zumindest benutzen, um den Laserpointer zu kriegen. So funktioniert nämlich das Spiel. Und das finde ich schon interessant, muss ich sagen, ne? Das finde ich schon interessant. So, ich glaube, die behalten wir mal. Die Sentinel werde ich jetzt dann mal leer schießen und bei nächster Gelegenheit verkaufen. Aber jetzt müssen wir natürlich vorher erstmal ein bisschen looten gehen. Nix verkommen lasse. Und dann gehen wir mal auf den Bauernhof. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich die Waffe verkaufen werde. Ich glaube, mit der anderen Schrobflinte wäre ich oben gerade effektiver gewesen. Die mag ich schon lieber als die, muss ich sagen. Die zwei Schüsse schießen wir auch leer und dann kommt die auch weg. Die hier lege ich mir mal schnell hier hin auf jeden Fall. Genau, die beiden verkaufen wir dann langfristig. Die müssen jetzt aber erstmal leer geschossen werden. Okay, hier ist noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Wunderbar. Ich glaube, hier habe ich auch alles mitgenommen. War ich da hinten beim Sessel? Ich glaube schon, weil da kriegt man das Ziel für einen Runner. Da kann man nämlich theoretisch, wenn man will, ja auch... Der wollte sich im Schrank vor der Kirche verstecken vorher, oder? Fällt mir gerade auf. Warum ist der nicht zur Kirche gegangen? Ich glaube, der ist eigentlich eher so der Rebell. Vielleicht hätte ich den zu meinem Verbündeten machen können. Naja, schade, schade. Okay. Puh, willst du mich verarschen, Hühnchen? Hab doch gerade ganz schön Lebensenergie abgezogen. Also ganz schön ist übertrieben, aber ich meine dafür, dass es ein Hühnchen ist. Das ist mein Revier. Jetzt, wo dieser elende Narr die Menschen für mich besiegt hat, werde ich dieses Gebiet zum Hühnerdomizil erklären. Kein Mensch ist hier mehr gestattet. So, dann klettere ich noch schnell in den sehr fragilen, brüchigen, ehemaligen Turm hier. Bald ehemaligen Turm. Ich habe auch nie verstanden, nach welchen Regeln der eigentlich kaputt geht. Das kommt mir super random vor. Ich konnte mich da oben in manchen Playthroughs super gut verschanzen und immer wieder die Leute abschießen, die versuchen hochzuklettern, über Minuten hinweg. Und manchmal stürzt er quasi in dem Moment ein, wo man das grüne Kraut aufhebt. Aber wirklich in dem Moment. Also keine Ahnung, was da los ist. Das verstehe ich irgendwie auch hinten und vorne nicht. Aber irgendwie wird der schon funktionieren. Irgendwelche Regeln wird der schon haben. Vielleicht ist da immer wieder, wisst ihr, je länger man oben ist, irgendwie alle 3 Sekunden ist da irgendwie so ein Einbrechcheck mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder so. Irgendwie so kann ich es mir vorstellen, eventuell. Naja, wer weiß, wer weiß. Da ist sie. Da ist sie. Sie ist wunderschön. Okay, cool, Leute. Dann würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, machen wir für heute schon wieder Schluss, oder? Ist eigentlich ein guter Punkt. Dann können wir das nächste Mal den Bauernhof angehen. Ihr könnt wirklich gespannt drauf sein. Ich bin es auch, was der Mod noch für uns bereithält. Super viele, super coole, super interessante Areale werden uns da noch erwarten. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Und insgesamt verändert der Mod sehr viel. Als kleiner Spoiler zum Beispiel kriegen wir unter anderem noch einen Flammenwerfer als Waffe und so. Ah, wird schon cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und kauft bei Holy ein mit dem Code LSBR oder LSBR10. Tschüssi, macht's gut.